Hallo und herzlich willkommen zu Journalismus macht Schule, hier heute live auf Alex Berlin. Und wir sprechen hier heute am 3. Mai und das ist der Tag der Pressefreiheit. Und wir haben vorhin in unserem Gespräch mit der ukrainischen Journalistin Carolina Archion schon gemerkt, wie sehr und wie zentral wichtig das Thema Pressefreiheit in den letzten Wochen und Monaten nochmal geworden ist. Und deswegen ist es wichtig, dass man mit Journalistinnen und Journalisten spricht, die dieses Thema täglich hochhalten. Journalismus macht Schule. Es ist ein Projekt, das das regelmäßig tut, indem es in Schulen geht und dort JournalistInnen und SchülerInnen aufeinandertreffen lässt. Dort werden dann viele Fragen gestellt und genau das machen wir hier auch heute auf Alex Berlin. Und dafür darf ich jetzt sehr herzlich Theo Koll begrüßen, der Leiter des ZDF Hauptstadtstudios in Berlin. Hallo Herr Koll. Ich freue mich sehr. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, wir freuen uns auch. Und Sie sind ja seit fast 40 Jahren schon Journalist. Sie haben fast überall auf der Welt gearbeitet. Wir haben es vorhin schon besprochen, in Washington DC, in London, Tokio, Paris. Das heißt, Sie kennen sich sehr gut mit dem Thema Pressefreiheit, Berichterstattung aus. Jetzt sind Sie der Leiter des ZDF Hauptstadtstudios. Also sind Sie auch jetzt mit den Herausforderungen des Krieges gegen die Ukraine konfrontiert, müssen schauen, wie geht man mit diesem Thema täglich um. Ich stelle hier heute gar nicht die Fragen. Es wird aber sehr viel um dieses Thema gehen. Das machen heute Lena und Finlay. Und die beiden besuchen die 7. Klasse des Rosa-Luxemburg-Gymnasiums in Berlin-Pankow. Und ich würde sagen, ich gebe jetzt einfach mal an die beiden ab und die übernehmen. Herr Koll, vielen Dank, dass wir als Klasse 7-5 vom Rosa-Luxemburg-Gymnasium heute mit Ihnen sprechen dürfen. Uns bewegt momentan der Krieg in der Ukraine und besonders am heutigen Tag der Pressefreiheit wüssten wir diesbezüglich gerne Ihre Sicht der Dinge als Journalist. Waren Sie denn persönlich überrascht, als im Februar dieses Jahres Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist? Ja und nein. Ich habe im Grunde, haben wir es ja alle erwartet, dass das passieren könnte oder würde, weil der Truppenaufmarsch so massiv war, der Russen, und sich so lange vollzog und die Militärexperten gesagt haben, das geht im Grunde in Richtung Krieg. Ich war dann mit dem Bundeskanzler in Moskau zu Besuch, der ja kurz vor dem Kriegsausbruch noch Wladimir Putin getroffen hat, was eine sehr bizarre Veranstaltung war, weil es ja dieses Gespräch an diesem 7 Meter langen Tisch gab, an dem alle Gäste dann sitzen müssen. Aber an dem Tag hat Putin ganz bewusst offensichtlich verkünden lassen, dass sie einen Teil der Truppen zurückzieht. Und da hatten wir kurzzeitig, als wir in Moskau waren, das Gefühl, es könnte vielleicht noch gut ausgehen. Das war aber ganz offensichtlich ein bewusstes Täuschungsmanöver. Und der Kanzler hat uns dann im Flugzeug schon auf dem Weg zurück, hat er schon gesagt, also wir müssen alle aufpassen, dass wir nicht naiv sind. Und er hatte dann recht und wenige Tage später brach der Krieg aus. Wie schaffen es Journalistinnen eigentlich in Kriegszeiten, ihre Berichterstattung immer auf dem neuesten Stand zu halten? Das ist im Grunde etwas, was wir ja immer machen müssen. Also ich habe am Tag, ich weiß nicht, über 1000 Nachrichtenagenturen, die ich sehe, die reinkommen, die man durchschaut, was ist davon interessant. Dazu hat man Hintergrundgespräche mit Menschen, die sich auskennen. Also wir haben alle Journalisten haben eigentlich Netzwerke von Kontakten, mit denen wir reden, von denen wir wissen, für das Thema A oder B haben die richtigen Informationen, kennen sich aus, können es einschätzen, in der Regierung, in der Opposition, im Bundestag, wer ist da Experte? Also beispielsweise jetzt beim Thema Verteidigung ruft man natürlich dann im Verteidigungsausschuss auch Abgeordnete an, die das seit vielen, vielen Jahren machen und fragt aber dann auch im Grunde alle Seiten, damit man alle Seiten auch der Informationen bekommt. Also das ist eigentlich das normale Geschäft. In der Kriegsberichterstattung für die Kollegen, die vor Ort sind, ist es natürlich noch mal deutlich schwieriger, weil es vielleicht kein Internet gibt und so weiter. Das heißt also, da ist die objektive Faktenlage schwerer zu ermitteln. Und wie gefährlich ist es für diese berichtenden JournalistInnen derzeit, wenn sie aus der Ukraine berichten? Ich glaube, es ist im wahren Wortsinn lebensgefährlich. Also wir haben heute Morgen, hat die Außenministerin ja gesagt, also mindestens 10 Medienschaffende sind schon ums Leben gekommen.
Und das sind ja zum Teil auch wirklich gezielte Tötungen, obwohl eben die Kollegen ja alle groß das Presseschild tragen, viele von denen natürlich auch Splitterschutzwesten und Helme und so weiter und trotzdem dann gezielt umgebracht wurden. Das ist eine furchtbare Tendenz. Also ich habe mir heute Morgen nochmal die Zahlen angeschaut von den früheren Konflikten. Und im Syrien-Konflikt, der läuft natürlich schon viel länger, sind mindestens 300 Journalisten ums Leben gekommen, Medienschaffende, muss man sagen. Im Syrien-Krieg, im Irak-Krieg waren es mindestens 150. In diesem langen Vietnamkrieg waren es etwas über 60 oder 70. Also es ist eine Tendenz, die offensichtlich zunimmt, dass man keine Rücksicht mehr nimmt auf Medien, sondern auch sie gezielt ausschalten will. Wird eigentlich auch für die Sicherheit der Auslandskorrespondenten gewährt? Ja, also wir machen da alles, was wir können. Wir haben im Moment zwei Kollegen. Seit heute ist auch wieder Katrin Eigendorf, unsere Korrespondentin, die ihr vielleicht auch kennt, aus dem ZDF wieder vor Ort. Und wir schicken im Grunde niemanden alleine dahin, sondern immer im Team. Das heißt, man hat einen Fahrer dabei, der geschult ist. Man hat auch einen Sicherheitsmann dabei. Und das ist nicht jemand von uns aus dem ZDF, sondern das sind Leute mit einem militärischen Hintergrund. Also die, auch wenn sie eine Granate hören, beurteilen können, was ist das und wie gefährlich ist das und wie nah war das und müssen wir jetzt hier sofort weg. Und die Kolleginnen und Kollegen sind alle geschult. Das heißt, wir bekommen, ich habe das auch mal mitgemacht, so ein Sicherheitstraining. Das gab es früher von der Bundeswehr angeboten. Das war eine Woche und das war hochinteressant. Also man wurde dann nicht nur geschult, wie verhält man sich, wenn Handgranaten geworfen werden, sondern auch, wie geht man psychologisch damit um, wenn man gekidnappt wird von einer Freischärlergruppe zum Beispiel? Also wie muss man sich da verhalten? Und das haben alle Kollegen mitgemacht, dieses Training, aber man darf sich dann natürlich auch nicht deswegen sicher fühlen, weil das hilft einem vielleicht ein bisschen, aber wenn einem eine feindliche Gruppierung nicht gut will, dann hilft das relativ wenig. Und können sich die AuslandskorrespondentInnen eigentlich selber aussuchen, ob sie in ein bestimmtes Land beruflich reisen wollen oder nicht, gerade bei dieser enormen Gefahr? Also bei der Gefahr auf jeden Fall. Wir würden nie jemanden in ein Land schicken, in dem ein Konflikt ausbricht oder ausgebrochen ist, der das nicht freiwillig möchte. Ansonsten die Auslandsposten, also es wurde ja eben erwähnt, wo ich war, das sind dann Auswahlverfahren. Da muss man sich bewerben und da gibt es dann, wenn man in Korrespondent in Paris oder in London, da gibt es natürlich viele, die das ganz gerne machen würden. Und das wird dann eher ausgewählt im ZDF. Da gibt es mehr als einen Bewerber. Aber ins Kriegsgebiet muss man sich freiwillig melden. Können Sie in etwa einschätzen, wie viele Korrespondenten derzeit beispielsweise für das ZDF in der Ukraine tätig sind? Genau zwei. Also wir haben die Regel, dass wir immer mindestens zwei Korrespondenten im Land haben. Es ist ja auch wirklich im Moment an vielen Stellen gefährlich. Wir haben es ja erlebt, als der UN-Generalsekretär jetzt in Kiew war. Und in Kiew ist es ja eigentlich definiert im Moment vergleichsweise ruhig. Das Kriegsgeschehen hat sich ja sehr auf die Ostukraine verlagert. Und dennoch, als der Generalsekretär da war, haben die Russen dann ganz bewusst kurz nach seinem Termin mit Selenskyj, also mit dem ukrainischen Präsidenten, die Stadt beschossen mit Raketen. Also es ist dann auch nirgends wirklich sicher. Und insofern sind wir auch sehr vorsichtig, nicht allzu viele Kollegen in das Kriegsgebiet zu schicken. Und wie würden Sie die Darstellung der russischen Medien über den Ukraine-Krieg einordnen, gerade jetzt im Vergleich zu den deutschen Medien? Naja, man muss sich ja mal die Lage der russischen Medien anschauen. Es gibt im Grunde keine freien russischen Medien mehr in Russland. Die letzten Kollegen sind
außer Landes gegangen vor wenigen Wochen. Es gibt eine neue Gesetzgebung, die besagt, dass man bestimmte Wörter nicht mehr gebrauchen darf. Also man darf nicht von Krieg sprechen, sondern es ist eine militärische Sonderoperation. Man darf nicht von Invasion sprechen oder von Angriff. Und da endet dann auch die journalistische Freiheit. Man muss dazu sagen, dass die russische Bevölkerung vor allem natürlich die Staatsmedien schaut und denen auch glaubt. Und man sieht das daran, dass die Umfrageergebnisse, es gibt ein Umfrageinstitut, das im Prinzip, soweit ich das beurteilen kann, unabhängig ist. Die machen anonyme Befragungen, das heißt, man hat nichts zu befürchten, wenn man dort seine Meinung sagt. Und die gelten ähnlich wie westliche Institutionen als nicht systemzuverlässig in Russland, dieses Umfrageinstitut. Und die haben festgestellt, dass die Zufriedenheit mit Kriegsbeginn gestiegen ist. Das heißt also mittlerweile, also die Zufriedenheit mit Putin liegt die bei weit über 80%. Und das heißt, dass die große Mehrheit der Russen das offensichtlich für richtig findet, was der russische Präsident macht. Es ist immer eine Frage, welche Zugänge habe ich denn? Also bekomme ich die Informationen? Es gibt natürlich viele Junge, die informieren sich dann über VPN-Zugang, die bekommen dann andere Nachrichtenquellen. Aber wenn ich nichts anderes erfahre, wie soll ich dann eine alternative Position mir bilden? Und das ist das Problem in vielen autoritären Systemen, wenn ich abgeschnitten bin von Informationen. Das Extrembeispiel ist natürlich Nordkorea. Das ist ein Land, das ist hermetisch abgeschlossen. Da gibt es überhaupt keine anderen Informationen. Und dann wird es einfach sehr schwer, sich eine eigene Meinung zu bilden, die anders ist als die, die mir in den Medien präsentiert wird. In welchem Umfang kommen denn russische VertreterInnen in deutschen Medien zu Wort? Das ist interessant. Ich habe mal nachgefragt bei zwei Sendungen, bei zwei der wichtigsten Sendungen bei uns. Bei Maybrit Illner war es so, dass bisher alle Anfragen von uns an russische Gesprächspartner abgelehnt wurden. Also es hat niemand zugestimmt, entweder wenn es kritische Personen waren, also mit kritischer Haltung zum Regime oder zur Regierung in Moskau, dann hatten sie Angst und die Offiziellen haben nicht zugestimmt. Auch der russische Botschafter, den haben wir angefragt, auch der hat abgelehnt, anders als der ukrainische Botschafter, der ja sehr präsent ist. Und beim Heute-Journal, also der wichtigsten großen Nachrichtensendung, die wir abends haben, war es so, dass die haben beide Außenminister angefragt und der Außenminister aus Russland, Herr Lavrov, hat gesagt, ich möchte die Fragen vorher kennen. Er hat verlangt, dass man ihm die Fragen schickt. Das machen wir nie, natürlich. Und insofern gab es da kein Interview. Und der Ukrainer hat zugestimmt, aber das Gespräch ist auch noch nicht zustande gekommen. Bei der Ukraine ist es so, dass viele Politiker, die im Land noch sind, auch Sorge haben, hatten, so wurde es mir jedenfalls berichtet, dass sie möglicherweise dann zu lokalisieren sind, wenn sie irgendwo hinfahren für ein Interview. Denn die sind ja an Orten, die man hoffentlich dann nicht so leicht identifizieren kann. Und haben Sie Kontakte zu russischen Kollegen oder Kolleginnen vor Ort? Und was berichten diese über Ihren derzeitigen Arbeitsalltag in dieser dramatischen Kriegssituation? Nein, habe ich nicht. Um ehrlich zu sein, ich beschäftige mich ja sehr stark im Moment mit der Bundespolitik und schaue auf unsere Zeitenwende und schaue darauf, wie geht eigentlich Deutschland damit um? Denn für uns ist das ja eine unglaubliche Herausforderung für die deutsche Politik. Wir hatten immer die Grundregel, wir liefern keine Waffen in Spannungsgebiete. Das war die offizielle Position. Wenn man ehrlich ist, dann ist die ja auch nicht ganz
eindeutig durchgehalten worden, sondern wir haben auch schon Waffen nach Ägypten geliefert, das im Grunde in Spannungssituationen mit seinen Nachbarn waren und auch in andere Gebiete. Aber das war die offizielle Haltung. Und jetzt in einer Situation, wo offen Krieg herrscht, dass wir da Waffen liefern und immer mehr Waffen liefern und auch jetzt schwere Waffen liefern, also Panzerabwehrwaffen und möglicherweise eben auch Panzer. Das ist eine dramatische Veränderung für die deutsche Politik und auch für Parteien natürlich in Deutschland. Und das mitzuverfolgen ist für mich jetzt eine der spannendsten Aufgaben. Was macht das eigentlich mit uns, mit einem Land, das mindestens mal seit Fall der Mauer davon ausgegangen ist, dass wir im Frieden leben. Und jetzt plötzlich sehen wir, dass in unserer Nachbarschaft ein brutaler Krieg ausbricht. Und Kiew ist ja, das ist nicht viel weiter weg als Paris. Das ist ganz nah. Und es ist auch ein Land, das uns vertraut ist. Und natürlich ist es problematisch zu sagen, uns ist die Ukraine so viel näher, auch in einem emotionalen Sinn, als Syrien. Auch da war der Krieg und ist brutal. Und trotzdem betrifft uns die Ukraine natürlich nochmal, weil es näher ist, weil es ein christliches Land ist. Jetzt kommen Frauen und Kinder zu uns, die aus dem Land fliehen. Und das zu erleben und mitzuverfolgen, was das mit uns macht politisch, dass frühere Pazifisten in der Politik, wie Anton Hofreiter zum Beispiel, ein Politiker der Grünen, der sicherlich niemand ist, der ein Kriegstreiber ist, der jetzt im Grunde ganz vorne fordert, wir müssen Panzer liefern, wir müssen den Ukrainern helfen, mit der Gefahr, dass wir mit involviert werden in diesen Krieg. Das ist schon eine unglaubliche Veränderung. Und verändert auch unsere ganze internationale Politik. Uns ist aufgefallen, dass sich Berichterstattungen mitunter stark voneinander unterscheiden. Wie ist es denn für uns möglich, an möglichst zuverlässige Informationen zu kommen? Es ist eine extrem gute und schwer zu beantwortende Frage. Also im Grunde durch genaues Anschauen der Quellen, also wo kommt eine Information her? Wer verbreitet sie? Wie zuverlässig ist diese Quelle normalerweise? Gibt es mehrere Quellen für diese Information? Und kann ich auch aus Erfahrung bestimmten Quellen trauen? Weil man merkt ja einfach dann auch mit der Zeit, ob sich eine Information bestätigt. Also ich habe beispielsweise selbst in sehr guten Zeitungen habe ich Kollegen, die ich über viele, viele Jahre schon lese und da gibt es sicherlich den einen oder anderen, dessen Haltung, dessen Einschätzungen, Bewertungen ich mehr traue oder die ich mit größerer Aufmerksamkeit lese, weil die sich in der Vergangenheit auch immer wieder bestätigt haben. Also, und ich glaube, das machen wir alle in gewisser Weise. Und da muss man genau hinschauen und lernen, was sind gute Quellen. Wir haben zum Beispiel das Prinzip im Journalismus der zwei Quellen. Das heißt also, ich gebe nichts an Informationen weiter, wo ich nicht zwei Quellen habe, die das bestätigen. Und dann hast du schon eine relativ hohe Sicherheit. Was der amerikanische Präsident, der frühere Präsident Donald Trump ja geprägt hat, dieser Begriff von Alternative Facts, das ist ja eine, im Grunde die Zerstörung von Wahrheit und von Wirklichkeit. Wenn er sagt, es gibt so etwas wie alternative Fakten, was heißt denn das? Dann sagt er, es gibt die Fakten, es gibt die Wirklichkeit und ich erfinde etwas anderes und sage, das ist aber eine Alternative zu dem, was wirklich ist. Und das ist natürlich, wenn das passiert und wenn das jemand wie ein amerikanischer Präsident macht, dann sind wir in der Situation, dass die Gefahr besteht, dass die Wahrheit zerstört wird oder zumindest so beschädigt wird,
dass Menschen nicht mehr wissen, was stimmt denn jetzt eigentlich? Ihr habt vielleicht also noch dieses Bild vor Augen in Washington bei der sogenannten Inauguration. Das ist die große Feier, wenn der amerikanische Präsident ins Amt eingeführt wird. Es wird da gewählt und dann gibt es noch einen Zwischenzeitraum und dann gibt es in Washington diese große Feier, wenn der amerikanische Präsident eingeschworen wird in sein Amt. Und dann versammeln sich ja unglaubliche Tausende auf der Mall, auf diesem großen Feld vor dem Kapitol. Und Trump hat behauptet, bei seiner Vereidigung seien mehr Menschen da gewesen als jemals zuvor. Und dann wurden aber Bilder veröffentlicht, die gezeigt haben, dass das nicht so ist. Und trotzdem hat er es weiter behauptet. Also er schafft sich einfach eine neue vermeintliche Wahrheit. Und wenn das passiert, dann sind wir alle in Gefahr, weil dann gibt es nichts mehr, was ist real, was ist wirklich und was ist falsch. Und deswegen finde ich das auch so toll, was ihr jetzt hier macht, ist eine solche Veranstaltung so wichtig und ist im Grunde Medienkunde so wichtig, weil man lernen muss, welchen Quellen, welchen Informationen kann ich eigentlich trauen. Und nutzen Sie für die Auswahl der Quellen für Ihre Berichterstattung auch dieses vorhin genannte Zwei-Quellen-Prinzip? Absolut. Also das ist bei uns Standard und ist Teil der gesamten Ausbildung, dass wir zwei Quellen brauchen. Und ich will jetzt hier keine Werbung fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen machen, aber ich mache das seit vielen, vielen, vielen Jahren. Ich war erst bei der ARD und bin jetzt beim ZDF und ich kann nur sagen, meine Erfahrung ist, dass wir uns wirklich bemühen, zuverlässig zu berichten. Und wir haben auch eine Kolumne bei uns auf der heute.de, wenn es Fehler gab, dass wir die veröffentlichen. Also es passieren natürlich immer wieder Fehler. Da, wo am Tag irgendwie 1000 Meldungen gemacht werden, gibt es Dinge, die passieren, weil man irgendwelche Sachen nicht beachtet hat. Aber wir versuchen das dann auch im Netz zu korrigieren und darauf hinzuweisen, Vorsicht, da haben wir einen kleinen Fehler gemacht. Also meine Erfahrung ist, dass wir uns zumindest große Mühe geben. In diesen Zeiten werden ja auch immer wieder Fake News verbreitet. Sind Sie denn schon mal auf welche reingefallen? Und wenn ja, hat Sie das als Profi sehr geärgert? Ja, das hat mich wahnsinnig geärgert. Ich habe auf Twitter ein Bild weitergeleitet aus New York und das war eine angeblich sehr witzige Werbung vom Economist, von der englischen Wochenzeitung. Und die habe ich einfach weitergeleitet, weil ich dachte, das war so perfekt gemacht, dass ich es für authentisch hielt. Also ich dachte, das ist so. Aber hatte jemand sich die Mühe gemacht, das perfekt zu basteln. Und das ist natürlich dann blöde, weil ich habe dann meinen Namen auch drunter gesetzt und habe es damit weitergeleitet. Dann habe ich jetzt irgendwie nicht so hunderttausende Follower auf Twitter, aber ich weiß nicht, also etwas über 20.000 Menschen lesen das dann, wenn ich es weiterleite. Und damit gehe ich ja auch in die Verantwortung, dass damit mein Name auch in Verbindung steht. Also ich will nicht sagen, dass man dann so ein Gütesiegel gibt, aber man gibt dem natürlich eine gewisse Glaubwürdigkeit. Also ich habe daraus gelernt, wahnsinnig aufzupassen, gerade auch bei Twitter und bei anderen Social Media, auch bei der Weiterleitung, dass man einfach aufpasst und nochmal genau hinguckt, ist das eigentlich wirklich, stimmt das, was ich da weiterleite, weil das sind ja auch so schnelle Medien. Also im Büro würde ich immer nochmal andere Quellen mir anschauen und würde jemanden anrufen und fragen, stimmt das? Oder würde beim Economist mal nachfragen, würde sagen, stimmt das, was ihr da gemacht habt? Aber bei Twitter machst du zack, zack, irgendwie mal eben so zwischendurch und oh, das ist ja spannend, das ist ja interessant, das wird auch vielleicht andere interessieren. Zack, drückst du auf Weiterleiten. Und wenn es da nicht stimmt, dann ist man eigentlich mitverantwortlich dafür, dass man eine falsche Information weiterleitet.
Und was uns darüber hinaus noch interessiert hat, wurden Sie selbst schon mal thematisch eingeschränkt, als Sie über ein Ereignis berichten wollten? Das klingt jetzt kurios, aber noch nie. Aber ich weiß, ich habe eine Situation vor Augen, da fand ich das wirklich bemerkenswert, dass ich nicht eingeschränkt wurde, sagen wir es mal so. Ich habe eine Zeit lang ein kritisches Magazin moderiert und als Stellvertreter auch mitgeleitet, Frontal. Frontal 21 hieß das damals und heißt heute Frontal. Es läuft dienstags abends im ZDF, super Sendung, macht kritische Beiträge über Politik und vieles andere. Und wir hatten einen sehr kritischen Beitrag über den, ich glaube, den DFB, also den Deutschen Fußballbund. Und gleichzeitig war das ZDF in Verhandlungen über die neuen Fußballrechte. Das heißt, da ging es um ganz viel, denn die Fußballrechte sind natürlich wahnsinnig wichtig für jeden Fernsehsender, weil das natürlich viele sehen wollen, da geht es um wahnsinnig viel Geld und so weiter. Und dass wir dann mit unserer Sendung den Leuten auf die Füße treten, und zwar massiv, die gerade dem ZDF die Rechte für die Fußballspiele verkaufen sollen, das fand ich schon bemerkenswert. Und unser Chefredakteur, der wusste genau, der führte die Verhandlung und wusste auch, wir haben ihn informiert, dass wir da eben einen kritischen Beitrag machen, hat es aber zugelassen. Das hätte man hätte auch erwarten können, dass er dann sagt, also Leute, jetzt wartet noch mal eine Woche oder macht es nicht, weil wir reden hier gerade über viele Millionen und brauchen diese Rechte und so weiter. Nein, es war der Grundsatz, es wird frei berichtet und selbst in so kritischen Situationen wurde es durchgehalten. Wäre sie auch Journalist geworden, wenn es die Pressefreiheit nicht gegeben hätte? Weil das ist ja in sehr vielen Ländern auf dieser Welt leider der Fall. Wow, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil ohne Pressefreiheit gibt es den Beruf nicht wirklich. Also es sei denn, du bist dann im Untergrund journalistisch tätig, aber ich glaube, dann hätte ich andere Sachen gemacht, um mich gesellschaftlich einzubringen. Also dann, das kann ich jetzt schwer, beurteilen, was es dann gewesen wäre in einem Land, in dem autoritäre Strukturen herrschen, wie man sich dann entsprechend eingebracht hätte. In der DDR-Zeit beispielsweise sind ja dann viele in Naturwissenschaften gegangen oder in die Kirchen, haben sich da engagiert. Das ist ganz schwierig zu sagen, aber ich wäre sicherlich kein Journalist geworden. Und halten Sie diese wichtige Pressefreiheit aber auch für gesellschaftlich destabilisierend oder gibt es in Ihren Augen andere Nachteile an der Pressefreiheit? Nein, also im Gegenteil, die ist extrem stabilisierend. Ich glaube, sie ist herausfordernd. Also natürlich ist es so, dass Pressefreiheit dazu führt, dass Missstände dargestellt werden. Dinge werden offengelegt, werden kritisch beleuchtet, was auch dazu führen kann, dass möglicherweise Leute sagen, ja, was ist denn das für eine Politik? Was machen die denn da wieder? Ich habe gestern im ZDF gesehen, da haben die das und das kritisch berichtet und so weiter. Aber das müssen wir aushalten. Ich glaube, das ist genau das. Wir sind ja alle, wir sind die Gesellschaft. Wir müssen im Grunde dafür sorgen, dass das Ganze so gut funktioniert wie irgend möglich und deswegen müssen Missstände offengelegt werden und müssen beleuchtet werden und das geht nur mit Pressefreiheit. Aber natürlich ist das eine Herausforderung und ich war am Freitag jetzt auf dem Bundespresseball und natürlich treffe ich da Politiker, die ich vielleicht 3 Tage vorher in der Sendung kritisiert habe. Das müssen die aushalten und ich muss aushalten, dass ich die dann 3 Tage später treffe und mit ihm rede und vielleicht erklären muss, warum ich ihn so kritisiert habe. Das ist für alle Seiten natürlich nicht immer das Leichteste, aber ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir das aushalten. Und deswegen ist für mich Pressefreiheit oder Medienfreiheit, muss man so sagen, es ist ja nicht nur Presse, eine der wichtigen Säulen von Demokratie. Heute ist ja der Tag der Pressefreiheit.
Gibt es in diesem Zusammenhang einen Journalisten oder eine Journalistin, an die man denken sollte? Ich glaube, an alle, die davon betroffen sind, dass sie nicht frei arbeiten. Also ich will jetzt keine Einzelnen raussuchen. Mir fallen natürlich jetzt im Ukraine-Krieg, gab es eine ganze Reihe von Kollegen, die unter Lebensgefahr lange ausgehalten haben. Es waren jetzt gerade noch zwei Kollegen in Mariupol oder zwei AP-Kollegen, die sehr lange noch berichtet haben. Aber ich würde da jetzt keine einzelnen Kollegen hervorheben. Aber das sind, sag mal, das sind die dramatischen Fälle, aber auch im Alltag, also in unserem Alltag. Ich habe mal eine Zeit lang für eine Lokalzeitung gearbeitet. Ich bin aus der Nähe von Köln und aus dem Rheinland. Und auch da sind in einem kleinen Sinne viele Helden. Ich will das mal ganz deutlich sagen. Das sind Journalisten, die treffen jeden Tag wieder genau die Politiker, die sie kritisieren müssen. Oder die Geschäftsleute, die Unternehmer. Das sind Leute, die arbeiten in ihrem eigenen sozialen Umfeld. Also die leben da und müssen im Grunde die Sachen beleuchten, Skandale aufdecken, wenn irgendwie ein Einkaufszentrum keine Baugenehmigung hatte oder was auch immer. Und das in deinem eigenen Lebensbereich zu machen, das ist manchmal sehr, sehr schwierig. Also wenn ich in Hamburg oder in Mainz sitze, weit weg von der Politik, ist es vielleicht deutlich leichter, weil ich treffe die gar nicht. Ich mache vielleicht ein Schaltgespräch mit dem Politiker XY. Aber der Journalist, der vor Ort ist, der muss aushalten, dass er in seinem sozialen Umfeld die Leute immer wieder trifft. Also da gibt's viele Menschen, die hervorzuheben wären. Ich würde sagen, wir lassen jetzt noch mal ein paar Fragen aus dem Publikum zu. Ihr habt ja, also eure Mitschülerinnen und Mitschüler, ihr habt ja auch Fragen noch vorbereitet. Vielleicht meldet ihr euch mal, wenn ihr eine Frage stellen wollt. Genau, und dann kommt jemand mit dem Mikro zu dir und dann kannst du deine Frage, vielleicht sagst du einmal deinen Vornamen. Ich bin Amina und ich hatte eine Frage, und zwar: Darf man als Nachrichtensprecher oder Nachrichtensprecherin zum Beispiel in dramatischen Kriegssituationen Betroffenheit zeigen, beziehungsweise wie schwer ist es sachlich, über ein Thema zu berichten? Ja, also ich glaube, es gibt Situationen, da kann man es gar nicht vermeiden. Mein Rat wäre, so sachlich wie möglich zu bleiben, weil man ansonsten natürlich auch Positionen bezieht. Also das nimmt ein bisschen, es nimmt Neutralität. Aber ich glaube, es gibt Situationen, in denen ist das kaum möglich. Also ich erzähle mal einen Fall, den ich erlebt habe. Ich war in Südfrankreich, ich war Korrespondent in Frankreich. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, ist ein Co-Pilot hat das German Wings Flugzeug in die Berge gesteuert, ganz bewusst. Und an Bord war unter anderem eine Schulklasse aus Deutschland. Und ich war als Korrespondent dafür zuständig, dort zu berichten. Und ich bin dann an die Berge geflogen sofort und gefahren und habe dann tagelang von dort berichtet. Und ich stand, ich weiß nicht, vielleicht 2-3 Kilometer von der Stelle entfernt, wo zerfetzte Kinderkörper in den Bergen lagen. Und ich glaube, da habe ich nicht neutral berichten können. Und ich war auch, also das habe ich 2 oder 3 Tage ausgehalten, dann bin ich krank geworden. Also das war echt schrecklich. Und ich habe auch in Frankreich diese Terrorberichterstattung miterlebt, als es losging, dann mit den Anschlägen Bataclan und so weiter. Und ich erinnere mich an eine Kollegin, die wirklich eine sehr taffe Kollegin ist. Die kam irgendwann heulend zu mir ins Zimmer und sagte: Das ist genau das Restaurant, in das ich immer gehe mit meinem Mann. Und wenn ich da gestern Abend gewesen wäre, als die Terroristen kamen,
dann wäre unser kleiner Sohn jetzt weise, weil wir hätten da draußen gesessen, wir wären erschossen worden. So, das sind dann Momente, da fällt es dann besonders schwer, noch neutral zu berichten oder nicht betroffen. Aber an sich sollte man keine Position beziehen und sollte versuchen, Emotionalität rauszuhalten aus der Berichterstattung. Aber es ist nicht immer möglich. Lange Antwort, Entschuldigung. Na, hat noch jemand eine Frage von euch? Ja, du. Sagst am besten auch einmal deinen Vornamen und dann deine Frage, genau. Mein Name ist Madita und ich wollte fragen, welche Themen, über die Sie berichten, berühren Sie besonders? Ja, also jetzt abgesehen von den eben genannten Themen, alles, was Schutzbedürftige betrifft. Also es gibt einfach viele Themen, das haben wir bei Frontal immer wieder erlebt, wo Menschen Situationen ausgeliefert werden und sich nicht wehren können, nicht die Fähigkeiten haben, nicht die Kenntnisse haben und so weiter. Und das ist jedes Mal so, dass ich das besonders schwierig finde. Aber an sich, also eigentlich muss ich sagen, auch in einem abstrakten Sinne berührt mich Berichterstattung immer, weil ich das Gefühl habe, wir täglich unser Sein, unsere Gesellschaft weiterentwickeln. Also gerade auch das, was wir jetzt erleben. Also wir hatten es in Corona-Zeiten und jetzt auch in dieser ganzen Kriegsberichterstattungszeit. Wir bilden als Journalisten ab, wie sich Gesellschaft weiterentwickelt. Und das berührt ist jetzt das falsche Wort, aber das betrifft mich immer. Das ist auch immer etwas, von dem ich fasziniert bin, von dem ich denke, was für ein Glück als Journalist, das begleiten zu können, das berichten zu können, einzuordnen und im Grunde beobachtender Teil dieser Entwicklung zu sein. Berühren ist so ein sehr emotionales Wort, deswegen würde ich das nicht nutzen, aber im Grunde geht mir das eigentlich jeden Tag so. Die weitere Fragen da hinten. Wer entscheidet über das Bildmaterial und wie werden private Foto- und Videoaufnahmen in den Berichterstattungen landen? Über das Bildmaterial entscheiden im Grunde, also wir versuchen natürlich eigenes Bildmaterial zu benutzen. Das heißt also, dass wenn man jetzt beispielsweise in der Ukraine das sich anschaut, dann entscheiden unsere Korrespondentinnen, Korrespondenten mit den Kamerakollegen vor Ort, was sie filmen. Und das hängt natürlich davon ab, wo sie Zugang haben, aber auch, was sie für berichtenswert halten. Und gleichzeitig hat man dann, wenn man jetzt nicht gerade im Kriegsgebiet ist, auch Zugang zu allen möglichen anderen Sendern und Bildquellen. Also wenn ich als Korrespondent mir das anschaue, ich habe natürlich dann auch aus den französischen oder englischen Medien mir das rausgesucht, was ich für relevant hielt für unsere Berichterstattung. Und mitunter auch dann die besten Bilder. Also jetzt nicht immer die eindrucksvollsten oder spektakulärsten, aber die wichtigsten Bilder, um eine Geschichte zu erzählen. Also das entscheiden die Journalisten selbst. Und die privaten Quellen, die genutzt werden, dürfen natürlich nur in Absprache mit den Inhabern der Rechte genutzt werden. Das heißt, wenn du ein Foto hast oder ein Video gemacht hast von irgendwas Spektakulärem,
was wichtig wäre für die Berichterstattung, dann können wir das natürlich nur nutzen, wenn du uns dein Einverständnis gibst. Und dann wird in der Regel auch das Copyright eingeblendet, also wer das gefilmt hat. Okay, vielleicht noch eine Frage? Ja, hier vorne direkt. Ja, ich bin Mathilda aus dem Leistungskurs Politik vom Rosa-Luxemburg-Gymnasium und ich hätte noch eine Frage zum Ukraine-Konflikt. Wie schafft man die Balance aus einer Berichterstattung, die ausführlich genug ist, aber auch aus einer Berichterstattung, die keine Panik auslöst in der Bevölkerung? Also Panik auslösen wäre das Allerletzte, was wir mit einer Berichterstattung wollen. Und gab ja eine interessante Diskussion, ausgelöst durch das Interview des Bundeskanzlers im Spiegel, dass er vor einem Atomkrieg gewarnt hat, beziehungsweise gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir bei den Waffenlieferungen und bei dem Engagement, das wir haben, nicht das aus dem Auge verlieren, dass es einen Atomkrieg geben könnte. Das ist in der Tat etwas, was ich glaube, man kann den Menschen viel zutrauen und viel zumuten an eigener Einschätzung. Wir müssen natürlich berichten, was ist. Und Russland ist eine große Atommacht und offensichtlich gibt es keine roten Linien, die Putin definiert hat, dass er gesagt hat, also wenn das und das passiert, dann schlage ich auch mit Atomwaffen zu. Insofern ist die gesamte Politik in so einer Grauzone. Wir wissen nicht, was passiert, wenn wir die Ukraine unterstützen mit XYZ. Und in dieser Situation ist eigentlich die ganze Welt. Und das müssen wir sagen. Wir müssen es alle gemeinsam entscheiden, eigentlich, wie viel Risiko gehen wir ein. Wir können die Ukraine nicht alleine lassen, weil sie dann überrannt wird von einem Angreifer. So ist jedenfalls die Einschätzung in der Politik im Moment. Aber wie weit wir gehen wollen im Risiko als Gesellschaft, das muss die Politik und müssen wir auch, das wird ja in allen Umfragen auch erhoben, miteinander aushandeln als Gesellschaft. Und dafür muss ich im Grunde auch berichten, was ist und auch das Risiko, dass es taktische Waffen gibt. Das sind taktische Nuklearwaffen, die sind ja relativ neu eingeführt, mit denen man einen Atomkrieg führen kann, ohne dass die ganze Welt untergeht. Und das ist natürlich eine perverse Situation, dass man eine kleine Atomwaffe werfen kann und dann ist von mir aus ein Gebiet von 10, 20 Quadratkilometern atomar verseucht, aber eben nicht die ganze Welt. Und das ist eine furchtbare Entwicklung, aber die müssen wir alle im Grunde aushalten und müssen damit umgehen. Falls jetzt noch jemand vielleicht eine sehr kurze Frage hat, würden wir die noch schaffen? Ja. Ja. Mit kurzer Antwort. Ganz kurze Antwort, genau. Also ich bin Mira und meine Frage lautet, gibt es einen Tipp oder eine Lebensweisheit, die Sie uns jetzt zum Schluss noch mal nennen können und auf den Weg geben können? Ui, von einem so alten Mann. Eine Lebensweisheit. Mein Rat, also mit Blick auf mein eigenes Leben und auf den Journalismus, ist zu schauen, was sind deine Talente und was interessiert dich, wofür brennst du? Und das zu kombinieren. Ich glaube, das ist ein gutes Rezept, um den richtigen Beruf zu finden und irgendwie die richtigen Dinge im Leben zu machen. Und auch immer wieder mal Nein sagen. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe im Beruf, ist, es war manchmal wichtiger, Sachen abzulehnen, als sie zu machen. Und auch das gehört dazu, im Grunde genau zu gucken, wer bin ich eigentlich, was kann ich, was will ich, und da das zu machen. Und das ist das Wichtigste. Bei mir während des Studiums, als ich Politik studiert habe, haben mir ganz viele Leute gesagt, du bist ja verrückt, du wirst arbeitslos, Taxifahrer, ich weiß nicht was. Und ich habe gesagt, das interessiert mich nicht. Mich interessiert Journalismus, mich interessiert Politik, und das mache ich.
Und wenn man Glück hat, funktioniert es. Okay, ich würde sagen, das war jetzt auf jeden Fall ein guter Schluss für diese Runde. Danke nochmal an Lena und Finlay, dass ihr die Fragen stellvertretend für alle gestellt habt. Genau, danke auch an euch. Danke an Herrn Koll vor allem auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und vielleicht auch nochmal die Erinnerung, dass wenn Sie jetzt gedacht haben, das ist doch auch was Schönes vielleicht für, Sie sind Lehrerin und das ist was Schönes für meine Klasse, dann können Sie sich auch immer anmelden für Gespräche mit JournalistInnen. Dann kommen die an Ihre Schule, das ist jederzeit möglich. Genau, und wir machen hier auch nachher weiter mit der letzten Sendung für heute mit dem Podcaster, Moderator und Produzenten Keschrau Beros. Und dann würde ich sagen, bis gleich und vielen Dank und tschüss.